Ja, hallo, liebe YouTube-, Technik- und Wohnmobilfreunde. Ein Thema, was viele von uns sehr, sehr interessiert, ist die Auswahl des Lavalier-Mikrofons, genannt auch Krawattenmikrofon. Wir sehen sie hier. Da gibt es eine Palette, die von der Qualität her sehr eng zusammenliegen. Also wir sprechen hier von Sennheiser und Rode. Rode hat dabei zwei Lavalier-Mikrofone. Das eine Lavalier-Mikrofon dient mehr dazu, die Aufnahmen mit den iPhone zu machen. Smartphone, egal jetzt iPhone. Manchmal noch mit einem Adapter, speziell beim iPhone. Und das andere Rode-Mikrofon ist dazu da, direkt an den Rekorder zu gehen. Ich habe am Anfang immer das iPhone genutzt mit dem SmartLav Plus und es war manchmal unsäglich. Also es hat mal gar nicht aufgenommen und dann war es hagelig. Und dann habe ich beim Stöbern in meinem Kram dieses schöne, wunderschöne Teil gefunden. Das ist der Olympus LS10. Wirklich ein ganz wunderbares Gerät. Habe ich früher mal dazu genutzt, wo ich noch Strafmusik gemacht habe, um Eigenkompositionen aufzuzeichnen. War in Vergessenheit geraten, ich habe es einfach nicht mehr genutzt. Also wie schon gesagt, gefunden und habe mir gedacht, na Mann, das wäre doch eine feine Sache, anstelle des Smartphones jetzt diesen Rekorder Olympus LS10 zu nehmen. Ja, gesagt, getan. Und das geht auch relativ gut. Und dabei habe ich dann noch gefunden, ich hatte noch einen Sennheiser ME2, was jetzt nur für eine Funkstrecke war. Fragt mich nicht, warum ich das mal gekauft habe. Da gab es äußerste Probleme hier. Da ist so eine Rentelschraube dran. Und das ist dann immer rausgefallen beim Recording. Und da habe ich mich halt mal dran gemacht und habe hier so einen Winkelklinkenstrecker 3,5 ran montiert. Da gibt es auch ein Video von mir. Ich verlinke es dann unten mit, wie man sowas herstellt. Und somit hatte ich dann schon mal zwei Lavalier-Mikrofone. Im Internet erfuhr ich dann, dass das Rode Lavalier Go wohl der große Hammer ist und eine wo man sagen, am besten klingt von allen. Das wollte ich eben mal alles testen und das ist der Sinn des heutigen Videos. Viel Spaß, wir fangen jetzt mal an mit den Sennheiser ME2. Ja, also wie schon gesagt, das Sennheiser, viel gepriesen vom Klang, vom schönen, gut auflösenden Klang, in den Höhen seidiger, nicht so mumpfig im unteren Teil, nicht so quakend in der Mitte. Also wie schon gesagt, ihr sollt euch selber da ein Bild machen. Ich habe alle Lavalier-Mikrofone so belassen, wie sie sind. Es erfolgt also keine EQ- und Kompressorbearbeitung. Auch das Rauschen wurde nicht entfernt. Also ihr hört die Aufnahmen ganz rein. Ihr könnt dann immer hin und her springen und genau vergleichen, welches Mikrofon euch am meisten oder am besten zusagt. So, technische Daten gehe ich auch im Grunde genommen nicht darauf ein. Was bei Mikrofonen sehr, sehr entscheidend und wichtig ist und das eigentlich bei allen Mikrofonen, ist der Frequenzgang des Mikrofones. Und da liegen sie wohl alle drei ziemlich weit auseinander, ganz unterschiedlich. Bei manchen ist der Bassbereich nicht genug nach unten entwickelt, was ja auch beim Mikrofon nicht ganz so entscheidend ist, aber wie viel Kilohertz nach oben ist natürlich wichtig. Also das Sennheiser hat einen Frequenzgang von 50 bis 16 Kilohertz. So, das sollte erstmal zum Vergleich des Klanges für das Sennheiser ME2 gewesen sein. Als nächstes nun als zweites Mikrofon im Test das SmartLav Plus von Rode. Dieses Mikrofon, schon eingangs erwähnt, wird oftmals dazu genutzt, Aufnahmen zu starten mit einem Smartphone.
Für das iPhone benötigt ihr hierfür noch einen, für das neue iPhone, wohlbemerkt, benötigt ihr noch einen Adapter auf Lightning, also Klinke 3,5 auf Lightning. Dann könnt ihr das mit einer App, mit einer Rode-App aufnehmen. Unsäglich hat, also ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, für mich war es unsäglich, umständlich, die Ablagen und die Strukturen, wo diese Aufnahmen abgelegt werden, war ziemlich undurchsichtig. Ich habe lange gesucht, oftmals hat es auch nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war. Deshalb nehme ich dieses Mikrofon auch jetzt mit einem Rekorder auf. Auch mit den Olympus LS10. Und da geht die Sache aber auch dann ganz gut. Ja, ansonsten sollte das jetzt auch für das Smart Lab Plus im Sprachtest das mal gewesen sein. Also wie gesagt, dieses Mikrofon, auch dieses Mikrofon wurde trocken aufgenommen und auch im Nachgang hinein nicht bearbeitet. Frequenzgang seht ihr dann oben eingezeichnet, ganz wichtig. Ja, er geht hier bei diesem Mikrofon mehr auf Sprachverständlichkeit. Ja, aber vielleicht auch nicht schlecht. Also ihr müsst euch die Meinung bilden, welches Mikrofon euch hier am besten gefällt. Gut, das war's erstmal zu den Smart Lab Plus. Ja, das dritte im Bunde ist nun das Rode Lavalier Go. Das Rode Lavalier Go, was genau geeignet ist für diese Anwendung, wie ich es benötige, also zur Aufnahme an einen Camcorder, einer Kamera oder an einen Rekorder, ist preislich im Mittelsegment. Also es liegt preislich in der Mitte zwischen SmartLav Plus und dem Sennheiser ME2. Es kostet, was weiß ich, so 10 Euro mehr wie das SmartLav Plus. Ja, was gibt es noch zu sagen zu diesem Teil? Also wird überall hochgelobt, war auch sehr vergriffen. Ich konnte meinen Beitrag erstmal um eine Woche musste ich den verschieben, weil ich hatte mir das bestellt. Und ja, es gab es nicht. Also war eine Woche Lieferzeit. Ja, nun schaut mal, ob euch der Klang von diesem Lavalier-Mikrofon gefällt. Es geht dann weiter mit den Außenaufnahmen. So, hallo. Nun der eigentliche Grund, warum man ein Lavalier-Mikrofon verwenden sollte. Man ist vollkommen frei, unabhängig von Entfernung und von irgendwelchen Lasten, wo man hängen bleiben könnte an der Kamera oder so. Ich könnte das Lavalier-Mikrofon natürlich jetzt mit einem riesen langen Kabel auch an meinen Camcorder anschließen, aber das tue ich eben nicht. Ich mache meine ganzen Aufnahmen mit diesen Rekorder von Olympus. Ein sehr schönes Teil. Aber was Sie schon sehen hier, ich nehme mit den Sennheiser auf. Und das ist ein ganz normales Mikrofon, was bei Mono nur auf den linken Kanal aufzeichnet. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Also wie schon gesagt, freies Handling, alles wunderbar. Und ja, damit hätten wir jetzt eigentlich das Sennheiser, was ich jetzt habe, schon abgefrühstückt. Und wir hören jetzt auch ein bisschen paar Außengeräusche. Ein bisschen Wind ist auch da, nicht viel, aber es ist ein bisschen da, so dass man das jetzt schön mitkriegt, was können Außengeräusche auch bewirken. Die werden ja auch sehr abgeschwächt. Ja, also, das war's erstmal. Ich gehe jetzt zum nächsten Mikrofon. Das ist jetzt das Rode SmartLav Plus. So, das Rode SmartLav Plus. Gibt es eigentlich auch nicht so viel anderes dazu
zu erzählen, nur dass man dieses Mikro, was in der Kritik nicht so ganz weit oben steht, was sehr nur auf Sprachverständlichkeit setzt, dass man das immer, habe ich schon erzählt, viel mit Smartphones in Verbindung setzt, womit ich aber eigentlich, ich persönlich, keine gute Erfahrung gemacht habe. Also wie schon gesagt, wir haben jetzt auch wieder leichten Wind. Das würde man dann schon wieder beim eingebauten Mikrofon der Kamera sehr störend hören. Also jetzt beginnt er gerade hochzufahren. So ist das eben überhaupt kein Problem. Also wie schon gesagt, und man hat hier den Vorteil, egal wo Sie hingehen, und das ist der Grund oder der Vorteil eines Lavalier- oder Krawattenmikrofons. Sie können stehen, wo Sie wollen, Sie werden immer gleichermaßen gut gehört. Und das erreichen Sie mit keinem Richtmikrofon, mit nichts. Das ist einfach schon eine tolle Sache. Und deshalb auch dieser Test hier. So, womit wir auch mit den SmartLav Plus am Ende sind. Wie schon gesagt, ich wollte heute eigentlich gern noch das Rode Lavalier Go testen. Habe ich aber leider noch nicht zugeschickt bekommen. Und da werde ich den Test ein bisschen nachreichen. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Gut, okay, das war's erstmal. Tschüss. Ja, liebe Wohnmobil- und Technikfreunde, das ist nun der letzte Teil des Testes, den ich leider vergangene Woche nicht mit in einen Rutsch machen konnte, weil das Rode Lavalier Go so sehr vergriffen war und ich praktisch die ganze Sache hier nachreichen muss. Aber es tut dem ja keinen Abbruch. Auch das wird funktionieren. Wir haben heute nicht den schönen Sonnenschein wie letzte Woche, aber hier ist ja der Ton entscheidend. Ja, das Lavalier Go ist ein Mikro, was preislich im Segment in der Mitte liegt, hatte ich schon gesagt, und sehr gute Übertragungsfrequenzbereiche hat. Insofern ist es schon ein großer Favorit für viele YouTube-Freunde, die mit einem Rekorder aufnehmen, wie ich das in dem Fall auch tue. Aber dennoch gibt es für mich von meiner Seite her keine Kaufempfehlung. Also wie schon gesagt, das müsst ihr ganz allein selber entscheiden. So, leider ist aber auch halt der Vogelgesang nicht so extrem. Wir haben keinen Wind. Ich kann auf Außengeräusche jetzt nicht hinweisen. Ja, doch. Ja, Freunde, nun zum Schlusswort. Zum Test von diesen drei gängigen Lavalier-Mikrofonen. Zuerst im Test hatten wir das Sennheiser ME2. Erwartet jetzt von mir nicht, dass ich mich entscheide. Also ich habe mich entschieden für ein Lavalier-Mikrofon. Für mich gibt es einen Favoriten. Aber ihr sollt selbst entscheiden vom Klang her. Es wurden ja ausgiebige Aufnahmen gemacht, was euch am besten gefällt. Noch ein kleines Fazit. Theoretisch, im theoretischen Bereich, wie die Frequenzverläufe der einzelnen Mikrofone sind, habe ich euch schon gesagt. Wir beginnen also hier mit dem Sennheiser ME2. Das Sennheiser ME2 seht ihr jetzt hier im Frequenzdiagramm. Das ist also kein Frequenzdiagramm, was ich mir aus dem Internet runtergeladen habe, sondern das habe ich mit Audacity selbst erstellt. Also da ist nichts gemogelt und nichts gefälscht, das ist halt so. Also ihr seht hier beim Sennheiser ME2, was den Frequenzgang von 25 Hertz hatte, von 25 Hertz nach unten geht, was ja eigentlich normalerweise für die Sprachverständlichkeit nicht entscheidend ist. Ab 30 Hertz oder noch eher hau ich den ganzen Mist sowieso nach unten. Also da kann nur noch Mumpf und Dreck kommen von unten her. Rumpelgeräusche und alles. Also das macht man eh weg, braucht man nicht.
Gut ist es aber mit 18 Kilohertz. Also 18.000 Hertz bringt es. So, dann gucken wir uns aber mal hier im Diagramm die Geschichte an. Und da in meiner Ansicht nach hört es schon bei 15.000 Hertz auf. Und so, aber genau so habe ich es auch empfunden bei den Probeaufnahmen. Also irgendwas ist da in der Angabe von Sennheiser ME2 nicht unbedingt so ganz richtig. So, ihr müsst bitte entschuldigen, ich muss ja immer ein bisschen noch im Rechner mit arbeiten. Gehen wir also jetzt zum nächsten Testkandidat. Das ist das Rode SmartLav Plus. Das Rode SmartLav Plus. Ja, und das Rode SmartLav Plus hat einen Frequenzgang von 60 Hertz, ist für eine Sprachverständlichkeit völlig okay, könnte sogar 80 haben, das ist auch noch gut. Ja, das Rode SmartLav Plus geht bis 18.000 Hertz nach oben und endet aber hier im Diagramm, was ihr hier seht, auch bei 17.000 Hertz. Also auch das entspricht nicht so unbedingt so der Richtigkeit. Was stimmt? Das SmartLav Plus ist sehr lastig um die 400, 500 Hertz, was ihr hier auch seht in dem Buckel oben drin. Das ist so, wird auch hier so abgebildet. Also ihr seht bisher die zwei Mikrofone völlig unterschiedlich im Frequenzverlauf. Was man so, wenn man den Test fährt, überhaupt nicht so hört. Also ne, es ist aber rein theoretisch, ist es jetzt so. Ne? So, auf das letzte Mikrofon hatte ich ja lange gewartet. Es scheint sehr vergriffen zu sein. Das Rode Lavalier Go. Das Rode Lavalier Go hat einen Frequenzbereich, das ist im Frequenzbereich das Beste, von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Wie schon gesagt, sehen wir jetzt das Rode Lavalier Go mit den doch etwas gefälligeren Frequenzbereichen. Was heißt gefälligeren Frequenzbereichen? Hier geht es schon in gute Großmembran-Mikrofone rein von Rode NT-USB oder G-Track. Also die haben, das sind die Frequenzbereiche ähnlich. Und deshalb ist eine gute Nummer. Es gibt wirklich eine gute Nummer ab, dieses Mikrofon. Es ist nicht so, dass es nur überall groß gelobt wird und dass es so sehr vergriffen ist, was man ja daran sieht. Es ist auch wirklich gut. Aber ihr sollt selbst entscheiden, mit was ihr am besten hinkommt. So, das war doch ein recht umfangreicher Vergleichstest der Lavalier-Mikrofone, der drei gängigen Lavalier-Mikrofone. Es gibt natürlich nach unten und nach oben noch eine riesen Menge anderer Mikrofone, die auch von anderen YouTubern als sehr knallig und gut und klasse empfunden werden. Ich habe einfach mal so die gängigen Mikrofone rausgesucht. Ich hoffe, es konnte euch was nutzen, dass ihr nicht alle drei Mikrofone kaufen braucht, wie ich. Wie schon gesagt, ich werde nicht gesponsert und gar nicht. Ich kaufe mir diese Sachen und mit was ich nun dann absolut nicht zufrieden bin, das versuche ich dann wieder für 50% weniger oder so was bei eBay zu verhökern. Das ist eben halt so. So, gut, dann bis bald, bis zum nächsten Bericht. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Alles Gute, euer Holger.